Hallo, mein Name ist Andreas Mühlenbehrendt. Ich bin Professor für Design an der Bauhaus-Universität Weimar. Hallo, ich bin Jason Reitzner. Ich bin Vertretungsprofessor Interface Design, auch an der Bauhaus-Universität Weimar und Forschungsleiter hier im Bauhaus Form & Function Labor. Zusammen haben wir ein Visier entwickelt. Wir haben ein Visier entwickelt zu Corona-Zeiten als Geste der Höflichkeit, um anderen Leuten möglichst weniger von eigenen Tröpfchen bei der Aussprache oder beim Husten zuzumuten. Das Visier besteht aus zwei Teilen. Es ist eine lasergecuttete Geschichte. Wir haben keine 3D-Teile verwandt, wir haben keine Gummis. Das Objekt, das wir heute vorstellen wollen, ist komplett aus einer PETG-Folie gelasert. Das Design steht unter Creative Commons, Non-Commercial Share Alike License. Wir hoffen, dass ihr das Design sinnvoll findet und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Lasern. Das Visier besteht aus einer 0,5 mm starken PETG-Folie. Es hat keine 3D-Druckteile, es hat keine Gummis. Ich möchte jetzt im Folgenden ganz kurz zeigen, wie dieses Visier funktioniert. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Wir haben eine Schild und wir haben einen Verbinder oder Strap. Die Folien werden üblicherweise beschichtet geliefert. Das bedeutet, ihr müsst die Folien von der Schutzfolie befreien. Ich würde jetzt aber, um dieses Zusammenbauen zu zeigen, die Folie kurz dran lassen. Wenn ihr dieses Teil zusammenbauen möchtet, nehmt ihr dieses lasergeschnittene Folienteil und ein weiteres Element, den Strap, und könnt die so zusammenbringen. Ihr schiebt es durch die Schlitze des Schildes bis zu dem Anschlag. Form entsteht. Dieser Abstand ist wichtig für Brillenträger und auch wenn man eine Mütze hat oder Haare. Im zweiten Schritt stellt man den Kopfumfang ein. Ihr müsst dieses Visier nicht jedes Mal, wenn ihr es auf- und abzieht, öffnen. Da das Visier nur 60 Gramm wiegt, ist es auch nicht nötig, irgendwie hier große Festigkeiten ins Spiel zu bringen. Es reicht, wenn es sehr locker aufsitzt. Funktioniert auch beim Fahrradfahren. Hier sieht man den Vorteil, dass wir nur zwei Teile haben. Das Schild und den Strap. Es gibt aber viele Laser in Fab Labs, die nicht diese Baugröße, nicht diese Arbeitsmöglichkeit haben. Deswegen haben wir eine zweite Variante entwickelt für kleinere Laser. Dieses Element, es ist vom Prinzip her genau das gleiche. Es ist lediglich so, dass der Hauptteil nur 50 cm beträgt. Wieder lasse ich die Grundform entstehen und ich muss nun diesen Schritt einfach zweimal machen, weil es aus drei Teilen besteht. Die Funktion dieser beiden Elemente, dieser beiden verschiedenen Verbindungsvarianten ist die gleiche. Eine Variante für große Laser, an einem Stück ausgelasert, eine zweite Variante für kleinere Laser mit zum Beispiel 60 cm Arbeitsraum. Ich würde mich freuen, wenn ihr das sinnvoll findet.
Ihr könnt die Dateien, die wir erstellt haben, bei uns runterladen. Seid höflich, bleibt gesund, werdet gesund und shared das Projekt, wenn ihr es sinnvoll findet. Vielen Dank.